Ja, hallo meine Lieben. Ja, hier geht es jetzt um ein DOSBox-Tutorial, aber ich möchte gleich vorweg sagen, ich bin jetzt kein DOSBox-Experte. Ich kenne mich mit dem Ding jetzt nicht unglaublich gut aus, aber ich kann euch halt sagen, wie man alte PC-Spiele damit zum Laufen bekommt. Es ist gar nicht so kompliziert, wenn man erstmal rausgefunden hat, wie. Zum ersten Mal müsst ihr euch das natürlich runterladen, dazu bietet sich chip.de an. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. So, dann habt ihr das runtergeladen. Großartig installieren müsst ihr das nicht. Aber vorweg, wir gehen einmal in den Computer und ihr müsst die Games am besten, das ist einfach am einfachsten, immer auf dem Laufwerk D, C geht zur Not auch, einfach hier immer einen Ordner erstellen. Ich habe halt in diesem Fall, geht es ja halt um Dune 2, da habe ich einen Ordner Dune erstellt. Ich rate euch, haltet die Ordner und die Dateinamen simpel. Ihr müsst sie nämlich gleich tippen. Und zwar möchten wir gleich die Datei Dune 2 öffnen, beziehungsweise vorher noch das Setup von Dune. Die Dateien heißen jetzt einfach nur Setup und Dune. Benennt sie zur Not um, dass sie simpel geschrieben sind. Und warum machen wir das Ganze? Nun, wir öffnen mal die DOSBox. So sieht das Ganze dann aus. So, jetzt gibt es ein paar einfache Befehle, die man in dieser DOS-Box hier eingeben muss. Und zwar, als allererstes müsst ihr das, ihr seht, hier seht ihr das, da steht jetzt Z und nicht C. Also müssen wir erstmal das richtige Laufwerk bzw. den richtigen Pfad eingeben. Das macht man mit dem Befehl Mount. Wir geben einen Mount. C, da C die normale Festplatte ist. Und jetzt, wir wollen ja auf D zugreifen, geben wir ein D, Doppelpunkt, und geben halt den genauen Pfad des Ordners ein. In diesem Fall habe ich halt direkt im Ordner D gleich Dune erstellt. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr das in der Festplatte selber, also im Laufwerk D, gleich einen Ordner erstellt, weil sonst müsstet ihr jetzt den ganzen Pfad eingeben. Da müsstet ihr eingeben Programme, Program Files und irgendwas. Es ist einfach umständlich. Deshalb einfach Dune. So. Ihr seht das, Drive C is mounted as local directory D Dune. Jetzt haben wir diesen Ordner hier. Jetzt müssen wir noch einmal eingeben C Doppelpunkt, damit wir halt auch uns richtig befinden. So, jetzt haben wir die Möglichkeiten, indem wir DIR eingeben, können wir uns noch mal angucken, was für Ordner haben wir überhaupt dort drinne, was für Dateien. In diesem Fall weiß ich ja, was ich öffnen will. Ich gebe einfach nur den Namen der Datei ein, die ich öffnen will. Setup. In diesem Fall öffnet sich halt das Setup von Dune 2. Warum machen wir das Ganze? Ganz einfach, weil man hier in diesem Fall noch den Sound erst einstellen muss. Setup, Options, Sound Blaster Pro, Yes, Extended Memory, Yes, Use as a Mouse. Ich mache das jetzt mal schneller. Das Setup erklärt sich von alleine und ich möchte die speichern. Successful Exit Setup. So, und jetzt wollen wir einfach nur Dune starten. Achso, muss ich jetzt wieder. Moment, das nochmal eingeben. Mount CD Doppelpunkt, zack. Dune is already. Okay, dann gucken wir uns das nochmal an. Was haben wir da drinne? Und ich möchte einfach starten Dune. Warum geht das jetzt nicht? Ja, es geht nicht, weil die Datei heißt natürlich Dune 2. So, also man gibt Dune 2 einfach nur ein und ihr seht, das Spiel läuft mit Sound sogar. Bei einigen Dateien muss man halt vorher im Setup den Sound richtig noch einstellen. Und das war's auch schon. So einfach ist es praktisch, mit einer DOS-Box das einzugeben. Jetzt geben wir mal als Beispiel, ihr wollt Warcraft 1 spielen. Dann geben wir einfach ein Mount CD Doppelpunkt. Den Strich nicht vergessen. Und jetzt haben wir im Laufwerk D den Ordner Warcraft erstellt. So. Und jetzt haben wir halt den Ordner Warcraft benannt. Normalerweise, ich habe jetzt keinen Ordner Warcraft. Und jetzt würden wir einfach nur den Namen der Datei eingeben. Es ist also wirklich nicht schwer. Wenn ihr so vorangeht, wie ich das gerade gemacht habe, dann kriegt ihr auch die ganzen Spiele wie Monkey Island, Warcraft Dune oder was es da noch alles gibt, auch zum Laufen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Bitte stellt mir keine sonstigen Fragen zur DOSBox. Ich kenne mich mit dem Ding wirklich nicht so gut aus. Ich kann euch nur sagen, wie ihr darauf Spiele zum Laufen bringt. Das war's, euer Tim sagt Tschüss.